wechseln jetzt einmal das Podium und brauchen einen weiteren Stuhl, glaube ich. Denn wir werden mehr TeilnehmerInnen haben. Und es gibt keine Pause. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Panel. Ich möchte jetzt einladen Herrn Alexander Pavlichenko von der ukrainischen Menschenrechtsunion, Helsinki Menschenrechtsunion, Anastasia Donets von der Internationalen Partnerschaft für Menschenrechte, sie kommt aus Brüssel, Professor Wolfgang Benedek, er ist Professor für Völkerrecht an der Universität Graz. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass wir keine Pause haben zwischen diesen beiden Panels. Dann haben wir noch Alexander Sekulic. Er repräsentiert die OSZE, kommt aus Warschau. So, jetzt sind wir fast vollständig. Herr Sekulic, Professor Benedek. Wo ist Frau Donets? Ist sie hier? Ja? Bitte kommen Sie vor auf die Bühne. Online wird Juri Belousov teilnehmen. Er vertritt das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine. Er spricht zu uns aus Kiew. Bitte nehmen Sie Platz. Und nach dem Meinungsaustausch unserer TeilnehmerInnen haben wir wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu beantworten, hoffentlich. And Ms. Donets, Frau Donets, well, I think that she will join us eventually. Gut, ich glaube, sie wird später noch dazukommen. So, esteemed ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, das Thema, das wir jetzt diskutieren wollen, hat einen ziemlich langen Titel bekommen. Ja, können Sie bitte Ihre Gespräche woanders fortführen? Dankeschön. Okay. So. So, wir sprechen jetzt über das folgende Thema. Synergien zwischen politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren im menschlichen Bereich stärken, im Bereich der menschlichen Dimension. Welche gemeinsamen Anstrengungen sind notwendig, um Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu überwinden? Ich glaube, die am besten geeignete Person für den Beginn dieser Diskussion ist Herr Belousov aus dem Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine aus Kiew. Wir sehen, dass er da ist. Wunderbar, Herr Belousov. Bitte schön, Sie können anfangen. Liebe Kolleginnen, es ist eine große Freude für mich, heute teilnehmen zu können bei diesem wichtigen Ereignis. Leider kann ich nicht physisch dabei sein, aber ich hoffe, dass das gut funktionieren wird. Wie Sie alle wissen, steht die Ukraine vor großen Herausforderungen, die andere Länder in diesem Umfang in der letzten Zeit nicht erfahren haben. Wir haben bereits mehr als 45.000 Kriegsverbrechen in der Ukraine registrieren können und jeden Tag erfahren wir von neuen Kriegsverbrechen auf dem Gebiet von Cherson beispielsweise, das bereits befreit wurde. Aber auch im Gebiet Kharkiv, im Gebiet Kiew sehen wir dieselbe Situation. Die russischen Soldaten haben die ukrainische Bevölkerung misshandelt. Es gab sexuelle Gewalt, Folter.
Menschen wurden gefangen gehalten und gefoltert mit mittelalterlichen Methoden, die wir so noch nicht gesehen hatten. Wir haben Fälle von Deportationen der Zivilgesellschaft gesehen, von Kindern beispielsweise nach Russland. Und die Frage ist, was sollen wir damit machen? Wir sehen in der Ukraine, dass das nationale Untersuchungssystem für Kriegsverbrechen zwar stärker und stärker wird. Es arbeitet auch zusammen mit Strafverfolgungsbehörden, Staat und Zivilgesellschaft und auch internationalen Partnern. Wir bedauern, dass der Austausch zwischen der Zivilgesellschaft und den Strafverfolgungsbehörden früher nicht so gut war, aber er wird heute immer besser und das ist sehr wichtig. Wir verstehen, dass mehr als 90%, vielleicht sogar 98% aller Täter, die diese Gräueltaten verübt haben in der Ukraine, auch in der Ukraine vor Gericht gestellt werden. Das ist wichtig für uns, für das Justizsystem sehr wichtig. Deswegen brauchen wir aber Informationen von den Partnern aus der Zivilgesellschaft und auch von der internationalen Gemeinschaft. Auf der anderen Seite benötigen wir, um internationale Standards einzuhalten, auch die Zusammenarbeit mit internationalen Gerichten, um die führenden Persönlichkeiten aus Russland vor Gericht stellen zu können. Wir müssen auch berücksichtigen, dass etwa 18 Länder bereits eigene Untersuchungen begonnen haben nach dem Weltrechtsprinzip in Bezug auf Kriegsverbrechen in der Ukraine. Wir arbeiten eng mit Eurojust zusammen, die uns Informationen zur Verfügung stellen und uns helfen, diesen Kampf gegen die Kriegsverbrechen noch effektiver zu führen. Ich möchte zum Abschluss meines Vortrags nur kurz sagen, dass wir bereit sind zu jeder Art der Zusammenarbeit. Und ich möchte noch einmal betonen, dass wir Kriegsverbrechen verfolgen und dankbar sind allen Menschen, die uns Informationen zur Verfügung stellen. Die Ukraine kann das nicht allein bewältigen. Sie brauchen Informationen, sie brauchen auch Videos, Fotos, das Internet. Alle Informationen, die irgendwie relevant sein können für weitere Untersuchungen, sind gern gesehen. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier auftreten konnte. Und ich bin auch bereit, Fragen zu beantworten. Dankeschön. Danke, Herr Belousov. Wenn es erst einmal keine Fragen gibt, dann habe ich Fragen. Aber ich bin auch sicher, dass es noch Fragen geben wird. Aber jetzt haben wir erstmal Alexandra Pawlitschenko. Sie können entweder das Mikrofon hier nutzen oder von zum Podium gehen. Liebes Publikum, Sie brauchen nicht bis zum Ende aller Präsentationen warten. Sie können auch gleich Ihre Hand heben und dann werde ich das berücksichtigen und Sie werden das Wort schneller bekommen, als Sie erwarten. Liebe Gäste dieses vierten internationalen Forums zur europäischen Ukraine, es ist leicht, nach Juri Belousov zu sprechen. Er ist ein echter Profi und ich vertrete ja hier die Zivilgesellschaft. Herr Belousov war der Erste, der im Büro des Generalstaatsanwalts angefangen hat, sich mit Kriegsverbrechen zu beschäftigen. Ich möchte jetzt darüber sprechen, wie die Zivilgesellschaft Synergien schafft, um mit der lokalen und Staatsregierung zusammenarbeitet, wie wir uns gegenseitig unterstützen und wie wir versuchen, einen Nutzen zu schaffen für das gemeinsame Ziel, Gerechtigkeit zu schaffen und die Verbrecher vor Gericht zu stellen. Unsere Organisation und andere Partner, die bereits erwähnt wurden von Alexandra Matwitschuk, arbeiten in unterschiedlichen Koalitionen zusammen.
Wir arbeiten zum Beispiel in der Initiative Tribunal für Putin und haben eine große Datenbank aufgestellt mit vielen registrierten Kriegsverbrechen. Wir unterstützen juristisch diejenigen, die Kriegsverbrechen dokumentieren und versuchen, Leben zu schützen von Menschen, die manchmal sogar die Todesstrafe bekommen. Das haben wir bereits in Donetsk in mehreren Fällen so erlebt. Dort gab es die Todesstrafe gegen eine Person, die unser Klient war. Ich werde jetzt hier nicht die gesamten Informationen benennen können, aber das zeigt, wie zivilgesellschaftliche Organisationen an der Grenze ihrer Möglichkeiten arbeiten. Und wie wichtig es ist, dass auch andere Länder uns ihre Informationen zur Verfügung stellen. Solche Informationen kommen unter anderem auch aus Russland. Wir haben auf beiden Seiten sehr professionelle Juristen. Und im gesamten Prozess, den wir als Synergie bezeichnen, arbeiten wir also zusammen. Wir sammeln Beweise für Kriegsverbrechen, das tun wir bereits seit 2014. Und das Dokumentationszentrum wurde von unserer Organisation eingerichtet. Inzwischen gehört es nicht mehr zu unserer Organisation, sondern zum ukrainischen Ministerium für Integration. Und seit dem vollumfänglichen Krieg im Februar dieses Jahres haben wir eine neue Sammlung von Beweisen aufgenommen und teilen diese Informationen mit dem Generalstaatsanwalt. Wir haben bereits mehrere Treffen durchgeführt. Wir haben auch mit Vertretern des Internationalen Strafgerichtshofs zusammengearbeitet und zeigen, wie systematisch und umfänglich Verletzungen internationaler Rechte auf ukrainischem Territorium stattfinden. Das beweist die Absichten Russlands. Russland nutzt ganz typische Verbrechensarten, wie zum Beispiel, dass sie Geiseln nehmen, dass sie Menschen foltern und diese Verbrechen tragen teilweise sogar den Charakter von Genozid. Auch das ist ein Thema unserer Debatten. Wir versuchen, Spuren und Beweise dafür zu finden. Seit 2014, und meine Kollegen hier im Raum können das unterstützen, versuchen wir nachzuweisen, dass die russische Armee in diesen Verbrechen teilgenommen hat. Bis 2022 war das eher verdeckt. Heute ist das offen. Seit 2014 fanden bereits hybride Verbrechen statt. Aber damals wurde noch gesagt, dass die Vertreter der russischen Armee Friedenstruppen waren und dass sie dann in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk mit den Offiziellen zusammengearbeitet haben. Aber das war ein großer Fehler und wir haben bereits gesagt, dass das Minsker Abkommen kein fairer Prozess ist. Wir haben nur keine andere Alternative. Wir müssen uns darauf stützen und damit eine Lösung finden. So klang das bis Anfang 2022. Heute sind die Masken gefallen. Russland zeigt sein wahres Gesicht und stellt sich auch dar als der Aggressor, der er bereits seit 2014 war. Das sind nur allgemeine Bemerkungen, die uns aber nicht helfen, wenn wir diese Kriegsverbrechen aufdecken wollen. Heute suchen wir nach konkreten Fakten. Wir sammeln nicht nur Informationen, sondern versuchen auch, diese Fakten mit legalen Fakten zu unterfüttern. Wir versuchen, legale und juristische Unterstützung zu bekommen. Ich möchte Ihnen ein paar konkrete Beispiele nennen, wie wir arbeiten. Es gibt den Europäischen Kodex der Menschenrechte und andere Grundlagen und
Wir haben beispielsweise versucht, ein elektronisches System einzurichten, über das Beweise gesammelt werden können, Beweise für Verbrechen, die Russland in der Ukraine verübt hat. Das Justizministerium und das Ministerium für Digitalisierung unterstützen uns darin. Und wir haben hier eine unterstützende Rolle gespielt. Wir unterstützen unter anderem im Rahmen von Artikel 39 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es gab Menschen, die in Donetsk festgenommen wurden und dort in einem Untersuchungsgefängnis gefoltert wurden über mehrere Tage und Wochen. Wir haben eine Anfrage geschickt, um diese Regel 39 anzuwenden. Und wir können beweisen, dass auf dieser Grundlage die Folter beendet wurde. Das heißt, unsere Arbeit zeigt durchaus effektive Resultate. Manchmal hilft diese Arbeit tatsächlich, Folter zu unterbinden in diesen Gefängnissen. Und es gibt viele solcher Beispiele dafür, wie die Zivilgesellschaftsorganisationen vorgehen und wie effizient sie tatsächlich arbeiten können. Ich glaube, dass die größte Anerkennung unserer Arbeit die Tatsache ist, dass Oleksandra Matwiejuk, die Friedensnobelpreisträgerin, bereits im ersten Panel vertreten war. Das ist eine hohe Anerkennung der Rolle und der Effektivität der zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Ukraine. Diese Rolle ist heute sehr stark auf nationaler und internationaler Ebene und wir werden unsere Arbeit fortsetzen. Wir werden die Täter zur Rechenschaft ziehen und Mechanismen der Rechenschaft durchsetzen. Die Strategie der Arbeit von NGOs besteht jetzt darin, auch mit Regierungsbehörden, dem Justizministerium und anderen zusammenzuarbeiten und einen Prozess von Transitional Justice zu etablieren, um die Verbrechen, die auf den besetzten Gebieten stattgefunden haben, zu bearbeiten und vor Gericht zu bearbeiten. Das betrifft viele Bereiche, viele Gebiete in der Ukraine, Saporizhia, Donetsk und viele andere, die irgendwann wieder befreit werden und die wieder ukrainische Territorien sein werden. Und dann wird es auch die ukrainische Zivilgesellschaft sein, die auf diesen Gebieten für die Rechenschaft der Täter eintreten wird. Wir werden noch viele Jahre und Monate arbeiten müssen. Wir werden unsere Arbeit fortsetzen, gemeinsam mit unseren Partnern. Wir werden mit NGO-Vertretern, mit Medienvertretern und anderen zusammenarbeiten. Wir werden Trainings durchführen und alles tun, um in allen Gebieten der Ukraine zu arbeiten, Informationen zu sammeln und zu veröffentlichen und diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die diese Verbrechen verübt haben. Mein Vorgänger hat bereits sehr richtig gesagt, dass das Böse sich fortsetzen wird, wenn es nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und deswegen werden wir das tun. Vielen Dank, Alexander. Dankeschön. Passioniert zu sein und gleichzeitig aber rechtlich genau ist keine einfache Aufgabe. Aber die Helsinki Human Rights Union scheint das sehr gut hinzubekommen.
Ich hoffe, dass Sie irgendwann einmal natürlich all diese Informationen auch publik machen können, die Sie mit Ihrer Arbeitsweise zusammentragen. Ja, da hinten habe ich gesehen, gibt es eine Frage. Aber hören wir zunächst einmal von einer weiteren Person, die sich stark für die Wahrung der Menschenrechte einsetzt. Das ist Anastasia Donets. Vielen Dank, Andreu, und auch vielen Dank an die Organisatoren dieses Forums. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und das Podium mit Kollegen teile, die sich lange schon an vorderster Front für die ukrainische Zivilgesellschaft und gegen den Aggressionskrieg Russlands in der Ukraine engagieren. Ich repräsentiere eine internationale NGO, die in Brüssel zu Hause ist. Und ich arbeite dort als Beraterin und internationale Expertin. Aber ich komme auch aus der Ukraine. Und nach der Invasion meines Landes durch Russland habe ich mich hauptsächlich mit Themen in der Ukraine beschäftigt, obgleich mein Portfolio auch etwas weiter gespannt ist und unter anderem auch in Zentralasien mit umfasst. Aber insbesondere interessiert mich natürlich momentan auch die ukrainische Zivilgesellschaft. Wie bereits heute schon angeklungen ist, hat das Büro des Generalstaatsanwalts in der Ukraine mehr als 45.000 Fälle potenzieller Kriegsverbrechen eröffnet. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ein kleiner Teil dessen, was russische Truppen in der Ukraine begehen. Es ist gleichzeitig eine riesengroße Herausforderung, aber auch eine enorme Chance für die Regierung in der Ukraine, sich mehr mit der Zivilgesellschaft und der internationalen Gemeinschaft auseinanderzusetzen und deren Expertise zu nutzen, um effektiver zu werden, sämtliche Kriegsverbrechen, auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzuklären und möglicherweise auch Genozid aufzuklären, also sämtliche Taten. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft sehr viel beitragen kann zur Arbeit der Regierung, kann auch Überlebende unterstützen, die Kriegsverbrechen begangen von Russen überlebt haben. Aber insbesondere können Menschenrechts-NGOs eine Brücke darstellen zwischen den Überlebenden, den Opfern und Zeugen russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine. Ein Teil der ukrainischen Bevölkerung ist ja aus subjektiven und objektiven Gründen misstrauisch gegenüber der Regierung, insbesondere auch der polizeilichen Kräften. Insbesondere sind natürlich diejenigen vorsichtig, die Opfer russischer Kriegsverbrechen geworden sind, die gefoltert wurden zum Beispiel, die eingesperrt worden sind. Vielleicht haben sie Angst, zur Polizei zu gehen. Vielleicht haben sie Angst vor russischen Repressionen. In solchen Fällen kann es möglich sein, dass Menschen sich lieber an uns wenden, an NGOs, denn es gibt ja immer noch das Image, dass wir eben nicht nur die Dokumentation priorisieren, sondern dass es uns vorrangig auch um den Schutz von Menschenrechten und dem Schutz unserer Schutzbedürftigen geht. Lokale Menschenrechtsorganisationen können also ein Tor dafür sein, für Experten, die dann mit der Regierung zusammenarbeiten, die dann in die Ukraine geschickt werden, aber die den lokalen Kontext nicht unbedingt kennen. Unsere letzte Fact-Finding-Mission in die Ukraine, in eine Stadt, die im Mai befreit wurde, das haben wir mit Partnern namens Truth Hounds gemacht, die auch hier vertreten sind in der Konferenz, von denen hören wir später noch. Ein Schwerpunkt dieser Mission bestand nicht nur in der Dokumentation von Kriegsverbrechen, sondern auch im Treffen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, um eben den lokalen Kontext besser zu verstehen und die Bedürfnisse der Menschen vor Ort in den besetzten Gebieten besser kennenzulernen. Wir haben Kontakte geknüpft mit Organisationen, die sich um die Rehabilitierung von Menschen kümmern, die medizinische Unterstützung leisten, aber auch psychologische Unterstützung, insbesondere auch genderorientierte Unterstützung.
In der Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen erreichen wir zwei Ziele gleichzeitig, nämlich dass man einmal einen sicheren Kommunikationskanal herstellt zwischen den Überlebenden und uns, nämlich durch die lokalen Organisationen, denen man schon vertraut. Und zweitens etablieren wir Pfade, um dann weitere Unterstützung einbringen zu können, anfordern zu können, sich zu holen, eben nachdem Interviews stattgefunden haben. Menschenrechtsorganisationen können der Regierung dabei helfen, Informationen zu sammeln und zu dokumentieren. Es ist zum Beispiel möglich, Interviews zu führen mit Überlebenden und Zeugen. Es ist auch möglich, tiefergreifende Interviews mit solchen Menschen zu führen, wenn die Regierung selbst nicht über die notwendigen Mittel dafür verfügt. Natürlich muss es das Ziel solcher Prozesse sein, dass man Menschen nicht mehrfach interviewt, sondern das nur einmal tut. Wir zum Beispiel haben mehr als 100 Screening-Gespräche geführt und mehr als 1000 tiefere, detailliertere Interviews mit Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, nach Georgien gegangen sind, denn das war die einzige Möglichkeit, die die Besetzer offen gelassen haben. IPHR ist auch engagiert in sogenannten Fact-Finding-Missions in Zusammenarbeit mit Truth Hounds, unserem ukrainischen Partner. Und auch dort werden detaillierte Gespräche geführt mit Opfern russischer Kriegsverbrechen und wiederum in enger Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung. Man hat mich auch gebeten, etwas zur Rechenschaft zu sagen. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber darf ich noch kurz? Gut. Das letztendliche Ziel unserer Dokumentationsarbeit besteht darin, dass diejenigen, die Verbrechen begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Da möchte ich kurz etwas dazu sagen, was genau das IPHR genutzt hat. Die ukrainischen Behörden sind sehr offen für die Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen, inklusive meiner eigenen. Die wichtigste Priorität für Menschenrechtsorganisationen, denke ich, ist Unterstützung zu liefern, aber natürlich nicht die Arbeit der Behörden zu ersetzen. Die russischen Kriegsverbrechen sind unvorstellbar. Und wir denken, dass es unmöglich sein wird, sämtliche russischen Kriegsverbrecher zeitnah vor Gericht zu stellen. Es wird zu Situationen kommen, wo Gerechtigkeit nicht hergestellt werden kann. Natürlich muss es uns vorrangig darum gehen, ein Gerechtigkeitsempfinden zumindest bei den Opfern wiederherzustellen. Dafür muss man sämtliche Kanäle nutzen, die uns zur Verfügung stehen und auch die Arbeit unserer eigenen Behörden unterstützen. Zwei Beispiele. Ein Mechanismus sind Menschenrechtssanktionen. Ich werde jetzt nicht zum ICC sagen, einfach weil die Möglichkeiten dieses Kriegsgerichtes, Gerechtigkeit herzustellen, sehr beschränkt sind, aus verständlichen Gründen. Wie wir mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeiten, ist, dass internationale NGOs, so wie wir, qualitativ hochwertige Informationen weiterreichen an die entsprechenden Untersuchungsbehörden. Das machen wir schon seit 2013. Und natürlich haben wir und alle anderen NGOs diese Anstrengungen ausgeweitet in den letzten Jahren. In unserer Erfahrung ist der Internationale Strafgerichtshof sehr offen für die Zusammenarbeit, aber eben langsam. Das haben wir in den letzten 8 Jahren erleben müssen. Da ging es um Voruntersuchungen zur Situation in der Ukraine. Und es dauerte mehr als ein Jahr, bis dann der Beschluss gefasst wurde, eine volle Untersuchung einzuleiten. Es gibt aber noch andere Mechanismen, UGA. Es ist ja schon angeklungen, dass mehr als 18, glaube ich, Länder ihre eigenen Verfahren gegen russische Kriegsverbrechen eingeleitet haben.
Es ist möglich, sogenannte Sonderermittler in die entsprechenden Länder zu schicken und mit diesen Informationen zu den entsprechenden Verbrechen, den Opfern und den Begehenden zu teilen. Und meistens gibt es dort Anbindung an die eigenen Länder, ein Überlebender zum Beispiel oder ein Kriegsverbrecher kann dann in diesem Land befragt werden. Das ist für uns natürlich sehr, sehr schön, denn viele dieser Länder, die Untersuchungen russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine angestrengt haben, haben natürlich auch ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, zum Beispiel auch Deutschland. Das heißt, diese Länder haben nun direkten Zugang zu möglichen Überlebenden und Zeugen russischer Kriegsverbrechen. Zusätzlich haben wir Informationen, dass bestimmte russische Soldaten nach dem Rückzug aus der Ukraine und nach ihrem Rückzug nach Russland auch geflohen sind, unter anderem auch in Deutschland aufgeschlagen sind, um dieser Gerichtsbarkeit zu entgehen. Das ist auch nur verständlich. Nach dem Tod von Jewgeni Nuzhin, eines Gefangenen. Und ich denke, oder wir denken, dass diese Fälle immer häufiger werden, nachdem je länger sich der Krieg hinzieht und dass immer wieder russische Soldaten versuchen, sich zu verstecken. Wenn solche Menschen schuldig gesprochen werden, die sogenannten russischen Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, dann können sie auch zum Beispiel in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Also in all diesen Ländern, die UJ-Cases, also Weltrechtsprinzip gesteuerte Prozesse angestrengt haben. Wir finden dieses Verfahren sehr hilfreich. Ein Partner, Global Diligence, das ist eine rechtsberatende Firma, die haben den sogenannten Magnitsky-Sanction-Mechanismus unterstützt. Da geht es darum, mit denen in Kontakt zu treten, die in Osteuropa in Korruptionsfälle und andere Straffälle verwickelt sind. Wir haben unter diesem Verfahren unter anderem Individuen und Unternehmen versucht, anzugehen und Sanktionen auszusprechen. Obwohl Sanktionen nun kein rechtlicher Mechanismus sind, ist es natürlich ein Mechanismus, der von der Zivilgesellschaft unterstützt werden kann, was gut für uns ist. Und all diese Mechanismen, die ich eben angesprochen habe, sind natürlich von Vorteil, weil sie schnell umgesetzt werden können. Sanktionen sind sehr hilfreich, weil sie meistens die russischen Kriminellen hart treffen. Die investieren ihr Geld ja meistens in Luxuswohnungen in Großbritannien zum Beispiel oder die schicken ihre Kinder an Elite-Universitäten in die USA. Visa-Einschränkungen können auch hart treffen und deswegen denken wir, dass Sanktionen ein gutes Mittel der Wahl wären. Auch positiv zu berichten wäre, dass es eine neue Regelung von Seiten der EU gibt, die es möglich macht, bestimmte Vermögenswerte beschlagzunahmen oder einzufrieren. Sehr viel Geld ist bereits eingefroren. Das ist Geld, was letztendlich dafür genutzt werden könnte, Überlebende russischer Kriegsverbrechen zu unterstützen, zum Beispiel. Großbritannien hat auch einen ähnlichen Mechanismus aufgelegt und die USA auch. 20 Milliarden Dollar sind bereits eingefroren, also Gelder von russischen Oligarchen sozusagen erstmal festgehalten. Ich schließe also noch einmal mit der Botschaft, dass wir zusammenarbeiten müssen, NGOs und die Behörden in den einzelnen Ländern, dass Teilnahme der Zivilgesellschaft sehr, sehr wichtig ist. Als Verteidiger von Menschenrechten ist es sehr, sehr wichtig, entsprechend Verbrechen zu dokumentieren. Unterschiedliche Gerichtsbarkeiten, Gerichte in unterschiedlichen Ländern können dabei helfen, unsere Anstrengungen schneller zu Ende zu bringen und damit letztendlich auch die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen schneller zur Rechenschaft zu ziehen. Dankeschön. Danke.
Vielleicht könnten Sie mir jetzt vorwerfen, dass ich mein Versprechen nicht einhalte, dass ich ganz genau auf den Zeitplan achte, aber das Publikum war so still und aufmerksam, als Anastasia gesprochen hat, dass ich wusste, ich muss sie ausreden lassen. Dankeschön, dass Sie so einen wunderbaren Vortrag gehalten haben. Und jetzt hören wir Professor Wolfgang Benedek. Er ist Professor für Völkerrecht und einer der Autoren des Berichts im Rahmen des Moskauer Mechanismus der OSZE von diesem Jahr. Danke, danke für die Einladung zu dieser wichtigen Veranstaltung. Ich glaube, dieses Thema ist tatsächlich eins, das prioritär behandelt werden sollte. Es geht um die Synergien zwischen politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren in der menschlichen Dimension. Die Frage ist, was ist denn eigentlich der Mehrwert, den diese Zusammenarbeit bringen kann? Das hat aber die Zivilgesellschaft schon in den früheren Präsentationen gezeigt. Ich kann nur meine eigenen Erfahrungen beitragen. Ich habe auf beiden Seiten gearbeitet. Ich habe eine NGO gegründet zum Recht auf Bildung. Diese NGO war im früheren Jugoslawien sehr aktiv und hat versucht, Universitäten und Studenten zusammenzubringen. Und ich habe auch versucht, Menschenrechtszentren aufzubauen. Ich war also Teil der Zivilgesellschaft, aber ich bin auch Akademiker. Und in der letzten Zeit wurde ich zu einem Experten im Bereich des sogenannten Moskauer Mechanismus. Die Russen sind ja nicht so richtig glücklich mit diesem Titel. Dieser Mechanismus wurde 1991 entwickelt im Zusammenhang mit der OSZE. Dieser Mechanismus erlaubt es, Fact-Finding-Missions durchzuführen im Bereich der menschlichen Dimension. Und dafür braucht man keinen Konsens der gesamten OSZE-Staaten. Alles andere erfordert ja immer einen Konsens. Aber hier reicht es aus, wenn ein bestimmter Staat oder einige Staaten, mindestens 10, eine Anfrage stellen, auch gegen den Willen des gegnerischen Staates. Wenn also der Wunsch geäußert wird, dass eine solche Fact-Finding-Mission durchgeführt wird, dann kann das gemacht werden. Im Fall der Ukraine war es ein Team aus 3 Experten. In anderen Fällen, wenn der untersuchende Staat nicht kooperiert, dann kann es auch nur ein einzelner Experte sein, der diese Fact-Finding-Mission durchführt. Das gab es zum Beispiel in Tschetschenien 2018 und auch in Belarus 2020 im Nachgang der Wahlen. Damals war ich Teil eines Teams, das Verletzungen des Völkerrechts und der Menschenrechte untersucht hat. Nun untersuchen wir das Ganze in der Ukraine. In diesem Bericht und in allen diesen Missionen ist die Zusammenarbeit mit NGOs unheimlich wichtig. ODIHR hat hier einen Kanal geschaffen, über den jede NGO Informationen zur Verfügung stellen kann. Gleichzeitig haben wir auch alle Kontakte genutzt, um mit der Zivilgesellschaft in Kontakt zu treten und Informationen von ihnen so schnell wie möglich zu bekommen. Denn eine der Komponenten dieses Systems sieht so aus, dass dieser Bericht innerhalb von 3 Wochen erstellt werden muss. Das ist so gut wie unmöglich, aber wir haben es geschafft. Wir haben viele Informationen von NGOs bekommen, zum Beispiel mehr als 20 ukrainische NGOs haben eine Koalition aufgestellt zur Dokumentation von Kriegsverbrechen und haben uns geholfen, mit anderen NGOs zusammenzukommen. Wir haben bereits gehört von Frau Donetsk über ihre Arbeit und auch von Frau Matwiejczuk, der ich auch gratuliere zum Friedensnobelpreis, den letztlich die gesamte ukrainische Zivilgesellschaft bekommen hat als Anerkennung für die wichtige Arbeit, die die Zivilgesellschaft hier leistet. Wir haben auch mit sehr spezifischen NGOs zusammengearbeitet. Zum Beispiel Bellingcat, einer investigativen NGO, die wunderbare Arbeit geleistet hat. Sie analysieren und nutzen Instrumente wie das Internet,
um Beweise zu sammeln, denn die Beweise gibt es ja bereits. Und Bellingcat hat uns geholfen, zum Beispiel den Angriff auf das Theater in Mariupol zu dokumentieren. Wir konnten damit nachweisen, dass das ein direkter russischer Angriff auf eine zivile Institution war. Die Zivilgesellschaftsorganisationen sind also ein unabdingbarer Partner der internationalen Gemeinschaft. Das sieht man zum Beispiel auch am Beispiel der EU, die schon lange mit der Zivilgesellschaft in Verbindung steht. Sie unterstützt, sich mit ihr berät. Aber wir haben auch den Menschenrechtsrat und andere Gremien, in denen diese Zusammenarbeit erfolgt. Das muss man also sozusagen nicht mehr beweisen. Aber in der letzten Zeit wurde das ganz besonders anerkannt. Nicht nur durch den Friedensnobelpreis, sondern auch über den Sacharow-Preis zum Beispiel, den die EU dem ukrainischen Volk verliehen hat, repräsentiert durch ihre Regierung und die Zivilgesellschaft. Oder es gibt auch den Václav Havel-Preis, den der Europarat an den Journalisten Wladimir Karamursa verliehen hat, den ich ein wenig kenne und der leider aktuell im Gefängnis ist. Die Zivilgesellschaft wird regelmäßig eingeladen zu hochrangigen Treffen, zum Beispiel zum UN-Sicherheitsrat. Dort wird manchmal die ARIA-Formel angewendet. Das ist eine Formel, nach der die Zivilgesellschaft eingeladen wird und die Möglichkeit zum Reden bekommt. Im US-Kongress gibt es auch ein solches Instrument. Und auch dort hatten wir neulich zivilgesellschaftliche Organisationen, die dort sprechen durften. Die amerikanischen Organisationen wie Human Rights Watch sind ja sehr aktiv im Kontext der Ukraine. Wenn die OSZE ihre Ministerialkonferenz organisiert, dann gibt es normalerweise auch noch zusätzliche Veranstaltungen. Und auch da wird Zivilgesellschaft eingeladen und wird sozusagen als Antenne verwendet, die uns zeigt, was tatsächlich vor Ort passiert. Eine meiner Empfehlungen in meinem Bericht zu Belarus war, also die Frage war, wie kann man so viele Menschenrechtsverletzungen tatsächlich zur Rechenschaft ziehen, in einer Zeit, in der ja die Regierung eine Politik der Straffreiheit verfolgte. Meine Empfehlung damals war, dass mehrere Staaten eine internationale Rechenschaftsplattform gründen sollten. Und dort sollten auch internationale und lokale NGOs teilnehmen. Die internationale Organisation ist Dignity Denmark, die dort vertreten ist. Und dann gibt es noch eine lokale belarussische NGO, die gemeinsam Informationen sammeln. Und so kann Information gesammelt werden und auf einer sehr hohen Ebene sehr professionell zur Verfügung gestellt werden und kann dann in dieser Form auch im Gericht verwendet werden. Und ich muss betonen, dass es natürlich nicht reicht, Informationen zu sammeln zu Kriegsverbrechen. Es ist wichtig, Informationen zu sammeln in einer Art, in der sie dann auch vor Gerichten später genutzt werden kann. Manchmal ist die Strafverfolgung ja etwas kritisch, wenn es um die Arbeit von NGOs geht, die vielleicht nicht so professionell im juristischen Bereich sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass die NGOs, die dazu in der Lage sind, das auch tun. Aber nicht jeder muss Daten sammeln, denn das kann auch zum Beispiel Opfer retraumatisieren und mehr Schaden als Nutzen zufügen. Ich möchte außerdem betonen, dass wir in solchen Situationen wie in dem aktuellen Krieg viele NGOs haben, die teilnehmen wollen und die auch alles tun wollen, wozu sie in der Lage sind. Aber das führt natürlich zu Fragen der Qualität. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in der internationalen Kooperation und in der Zusammenarbeit mit NGOs. Es ist sehr wichtig für zivilgesellschaftliche Organisationen, dass sie ihre Kompetenzen unter Beweis stellen und den Professionalismus, den sie erworben haben, auch wirklich
darstellen. Denn viele von ihnen arbeiten sehr professionell. Wenn diese Professionalität aber noch nicht vorhanden ist, dann können diese NGOs durch Capacity Building unterstützt werden oder wie unser Moderator es genannt hat, Mutual Learning, also Lernen voneinander, Erfahrungen weitergeben, das ist sehr wichtig. Und nun ein paar Worte dazu, was die Zeitenwende oder die tektonische Wende, wie die EU es genannt hat, sich in diesem Kontext auswirken kann. Wie Sie alle wissen, leben wir in einer Zeit, in der wir eher darüber sprechen, dass Zivilgesellschaft schrumpfende Handlungsspielräume hat. Eine Herausforderung besteht darin, dass die Erfahrungen zu dem, was in der Ukraine und in der gesamten Region stattfinden, uns helfen könnten, diesen Trend umzukehren und eine neue Anerkennung der Bedeutung der Zivilgesellschaft zu erreichen. Das ist unter anderem durch den Friedensnobelpreis erfolgt. Im Moment ist es schwierig, wenn die OSZE zum Beispiel durch Russland und seine Verbündeten blockiert wird. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch sehr kreative Wege, die Arbeit fortzusetzen. Zum Beispiel die Implementierungstreffen der menschlichen Dimension, die wurden ja von Russland blockiert, aber Polen hat dann sehr clever eine Konferenz zum Thema menschliche Dimension organisiert und so diese Blockade umgangen. Gleichzeitig gibt es jetzt ein großes Projekt der OSZE im Kontext der Ukraine. Vielleicht können Sie auch noch etwas dazu sagen. Das ist ein Projekt, das von vielen Freiwilligen getragen wird. Es gibt also viele Möglichkeiten und wir sollten nicht zu pessimistisch sein. Ich war erst vor kurzem in Oslo im Friedensnobelmuseum. Das ist übrigens sehr beeindruckend. Da gab es eine Ausstellung zu Dmitri Muratov, Friedensnobelpreisträger des letzten Jahres. Er ist Journalist. Er hat bei der Novaya Gazeta gearbeitet, die inzwischen verboten ist, wie Sie sicher wissen. Und das zeigt, dass wir hier ein Problem in der gesamten Region haben. Ich bin sehr dankbar, dass Alexandra ganz am Anfang sehr klar gesagt hat, dass hier ein Krieg zwischen zwei Systemen stattfindet. Es muss ein abschließendes Ziel geben und das ist die demokratische Transformation. Aus meiner Sicht muss diese stattfinden auf der Grundlage von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Und das ist eine Frage, die wir natürlich nicht nur in der Ukraine, sondern in der gesamten Region sehen. Zum Beispiel auch in Russland, in Belarus und anderen Ländern. Und dann noch ein weiterer Gedanke zu dieser tektonischen Wende. Ich glaube, eine wichtige Entscheidung der EU war ja, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen. Das heißt, wir sehen jetzt eine durchgehende Linie vom Maidan, von der Revolution der Würde, wie Sie das genannt haben, bis heute und bis zur Zukunft. Ich habe ja auch beim Erweiterungsprozess der Balkanstaaten teilgenommen und ich weiß, dass das ein sehr langer Prozess ist. Aber es ist sehr wichtig, diesen Prozess zu starten und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit müssen diesen Prozess begleiten. Viele Reformen sind natürlich in der gesamten Region noch notwendig, in der Ukraine selbst natürlich auch. Wie könnte es anders sein? Und schließlich gibt es die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen Politik und Zivilgesellschaft. Ich denke, dass was wir heute brauchen und was wir auch immer stärker sehen, das ist ein Multi-Stakeholder-Approach. Wir sehen, dass Staaten und Regierungen mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten und diese wiederum arbeiten mit der Zivilgesellschaft zusammen, um bestimmte Probleme gemeinsam zu lösen und Ziele gemeinsam zu erreichen. Und das ist dieser Multi-Stakeholder-Approach, dieser Ansatz. Und ich bin sicher, dass dieser Ansatz auch in der aktuellen Situation erfolgreich sein wird. Und so kann die Zivilgesellschaft ihre Rolle spielen.
Vielen herzlichen Dank. Unexpected and persistent, academic and popular at the same time. This is how Professor Benedict. Unerwartet, ein guter Redner, gleichzeitig scharfsinnig, das ist, was wir jetzt eben hören konnten, erleben konnten. Das ist natürlich auch ein Charakteristikum von Akademikern vielleicht. Unerwartet, aber natürlich auch gerade heraus im Sinne von den Zielen, die von der Organisation verfolgt werden. So, jetzt hören wir von Alexander Sekulic von der OSZE, der ebenfalls im Bereich Menschenrechte arbeitet. Ja, vielen Dank, verehrte Gäste, Kollegen. Ich arbeite für das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte im Rahmen der OSZE. Das bedeutet, dass ich mich mit Dingen wie Menschenrechte, Demokratie, freie Wahlen und so weiter auseinandersetze. Wir müssen unser Mandat nicht periodisch erneuern, anders als zum Beispiel die besonderen Beobachtungsmissionen, die eingestellt wurden, weil es darüber keinen Konsens mehr gab. Wir brauchen eben nicht den Konsens von 57 Mitgliedsländern inklusive Ukraine, Deutschland, Polen, Russland, um unser Mandat auszuführen. Im Bezug auf die Beobachtung von Menschenrechten haben wir nun 30 Jahre lang dieses Mandat gehalten und umgesetzt, nur als einige Beispiele. Wir haben zum Beispiel die Situation im Kosovo-Krieg beobachtet, den Krieg zwischen Russland und Georgien. Wir haben die Situation der Häftlinge in Guantanamo Bay beobachtet und waren im Kaukasus 2015 präsent. Wir beobachten dort natürlich aber auch die Situation in der Krim im Kontext der illegalen Übernahme. Im Februar diesen Jahres haben wir begonnen, uns mit der Situation in der Ukraine auseinanderzusetzen und haben uns insbesondere auf internationale Menschenrechte konzentriert, insbesondere das Recht auf Leben, das Recht der Zivilbevölkerung auf Leben und natürlich aber auch auf Rechte, die Gefangenen zugestanden werden. Gleichzeitig haben wir uns mit Themen auseinandergesetzt, wie die Arten der Kriegsführung, indiskriminierte Angriffe auf die Zivilgesellschaft, die Situation von Kriegsgefangenen, die Situation in Bezug auf Zugang zu humanitärer Hilfe oder das Fehlen von humanitärer Hilfe, die Situation in den Fluchtkorridoren und die Situation in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine. Welche Methoden wenden wir an? Wir haben uns vorrangig auf Textrecherche konzentriert. Das bedeutet, dass wir Nachrichten lesen, Texte lesen, diese dann genau analysieren. Aber die wichtigste Arbeit, die wir geleistet haben, besteht darin, mit Überlebenden direkt zu sprechen. Und das sind vorrangig auch Flüchtlinge gewesen oder Verfolgte. Und Binnenflüchtlinge vor allen Dingen auch. Unsere Ziele sind vielfältig. Einerseits wollen wir die 57 Länder unserer Organisation informieren, die Regierungen. Natürlich wollen wir aber auch entsprechende Rechenschaftsanstrengungen unterstützen. Ein weiteres Ziel besteht darin, dass wir, wenn wir mit Menschen sprechen, dass diese sich vielleicht einfach erleichtert fühlen, dass endlich jemand die richtigen Fragen stellt, dass wir da auch einen persönlichen Beitrag leisten können für diese Menschen. In Bezug auf die Ukraine, wir haben inzwischen 6 Monitoring-Missionen hinter uns. In der Ukraine waren wir in Uschgorod, Lviv, in Kiew und verschiedenen Städten und Dörfern in der Region um Kiew. Und in diesen 6 Besuchen haben wir natürlich nicht nur die Menschen vor Ort interviewt, sondern auch mit Menschen gesprochen, die aus anderen Teilen der Ukraine kamen, die in den besetzten Gebieten lebten zur Zeit der Gespräche. Diese Interviews, diese Gespräche haben wir natürlich auf Basis entsprechender Prinzipien geführt, nämlich der Unparteilichkeit, Sensibilität. Do no harm ist ganz wichtig. Das bedeutet, dass wir mit Leuten, die schon einmal ein Interview gegeben haben oder im Gespräch waren, nicht noch einmal angesprochen haben
Und um einige Fragen aus dem Publikum vielleicht schon vorwegzunehmen, wir haben natürlich auch immer danach gefragt, ob zum Beispiel ukrainische oder wenn dann der ukrainische Staat sich für diese Fälle interessieren sollte, ob es möglich wäre, noch einmal ein Gespräch zu führen. Wir stellen sicher, dass wir nicht einfach unsere Notizen eins zu eins weiterreichen, sondern verstehen uns auch als einen Filter. Wir fragen also unsere Gesprächspartner auch, ob sie denn noch einmal vielleicht angesprochen werden wollen oder das nicht wünschen. Ich kann noch auf das Bezug nehmen, was Professor Benedek eben angesprochen hat. Da geht es natürlich nicht nur darum, zu verhindern, dass Menschen immer wieder über ihre Erfahrungen sprechen müssen. Aber es ist auch eine Frage der Vertraulichkeit. Wir anonymisieren viele Dinge, die wir erfahren, nehmen die Namen heraus zum Beispiel. Jemand, der zum Beispiel schon einmal mit einem Journalisten gesprochen hat und dann von uns noch einmal angesprochen wird, da kann es ja dann tatsächlich möglich sein, dass man die beiden Gesprächsnotizen nebeneinander legt, miteinander vergleicht, um sie zu verifizieren. Unser letzter Bericht betrifft die Zeitspanne vom Februar bis Juni 2020. Den kann man auf unserer Homepage nachlesen, leider nur auf Englisch. Da stehen auch einige Empfehlungen drin für an die jeweiligen Kriegsparteien. Insbesondere die Ukraine. Ich werde ein paar vorlesen, sodass ich wichtige Dinge nicht vergesse. Eine Empfehlung ist natürlich, dass wir den Respekt internationalen Rechtes vor alles andere stellen, dass wir immer unterscheiden zwischen Zivilisten und Soldaten, dass wir immer unterscheiden, gegen was sich Angriffe genau richten. Sind es zivile Ziele oder militärische Ziele? Dass es immer darum gehen muss, zufälligen Lebensverlust zu vermindern, dass Schaden an ziviler Infrastruktur vermieden werden muss, dass Waffen von einer Art sein müssen, die überflüssige Verletzungen oder unnötiges Leid verhindern, dass Gefangene vollumfänglich im Sinne der Genfer Konvention behandelt werden müssen, dass Angriffe auf eng besiedelte Gebiete vermieden werden müssen, dass Angriffe auf zivile Ziele vermieden werden müssen, dass irreversible Veränderungen im Status des ukrainischen Territoriums vermieden werden sollen, dass es nicht möglich sein darf, die Zivilbevölkerung in irgendeiner Form schlecht zu behandeln. In der Ukraine, das richtete sich an Russland speziell auf der ukrainischen Seite. Da ging es zum Beispiel auch um die Bestrafung von Diebstahl. Man wird sehen, ob diese Empfehlungen überhaupt fruchten werden. In manchen Bereichen, denke ich schon, ist die Situation inzwischen irreversibel. Und es gibt wirklich auch schlimme Entwicklungen, nicht zuletzt die Referenda, die in den vier ukrainischen besetzten Gebieten stattgefunden haben. Unser nächster Bericht soll in einem Monat erscheinen. Da wird es vorrangig um das Thema Besatzung gehen. Unser Fokus hat sich mit den Entwicklungen in der Ukraine in den letzten Monat ein wenig verschoben. Da geht es natürlich auch vorrangig darum, die Sicherheit unserer Gesprächspartner sicherzustellen in all dem, was wir tun. Dankeschön. Ja, vielen Dank für Ihre Arbeit. Während wir hier sprechen, gehen die Alarmsignale gerade wieder los, die vor Luftangriffen warnen. Das, was heute hier gesagt worden ist, das, was aufgezeigt worden ist, was nach unserer Konferenz stattfinden wird, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt mal
für meine Generation sprechen darf, soll es darum gehen, einen anhaltenden Frieden zu schaffen. Nun kann man mich als Träumer bezeichnen, aber ich glaube doch, dass ein anhaltender Frieden möglich ist. Jedoch bedarf das sehr großer Anstrengung. Nun haben wir 7 Fragen. Ich werde sie nun der Reihe nach aufrufen. Herr Elsroth, dann ein Herr hier vorne, dann ein Herr da hinten. Werte, ja. Dann sehen wir mal, wie viel Zeit. Okay, Dave Elsroth, Human Rights Foundation Genf. Deswegen, also zunächst mal vielen, vielen Dank an das Panel. Es ist eine wirklich großartige Diskussion. Mich interessiert insbesondere dieser Kampf zwischen autoritären Regimes und der Demokratie. Und einer der großen Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen besteht ja in der Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft. Deswegen frage ich mich, in solchen Situationen, wo es ja so unglaubliche Scharen um die ukrainische Flagge gegeben hat, ja, wo also sich die ganze Welt quasi zusammenfindet, um auf den russischen Aggressionskrieg zu antworten. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für die ukrainische Zivilgesellschaft, wenn es darum geht, dieses Momentum, diese Energie beizubehalten? Okay, wer möchte? Das ist eine sehr gute Frage. Und zu Kriegszeiten müssen wir uns immer Gedanken machen, wie wir die Werte der Demokratie aufrechterhalten, wenn vielleicht auch einmal eine starke Hand nötig sein könnte, um diesen Krieg zu gewinnen. Dieser Ansatz der Synergie, der reale Dialog, die reale Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft und den staatlichen Behörden ist, denke ich, die Antwort. Wenn wir uns über Strategien oder strategische Ansätze Gedanken machen, dann ist Einbindung wesentlich. Wir haben ja Prozesse, die schon die Richtung weisen für die Zukunft, wie die Krim-Plattform oder verschiedene Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die in die Arbeit der staatlichen Strukturen, staatlichen Institutionen eingebunden werden. Aber es geht nicht nur um die gegenwärtige Situation oder um den gegenwärtigen Punkt, von dem aus wir in die Zukunft blicken. Ich habe ja schon die Transitional Justice angesprochen. Die sollte meiner Meinung nach ein Kernpunkt zukünftiger Politik und Praxis werden. Auch der Reformprozesse der Rechtsbehörden oder der Judikative. Es ist ganz wesentlich, dass die Zivilgesellschaft Gehör finden kann in dieser Arbeit und dass die Arbeit, die nicht nur in den letzten Jahren stattgefunden hat, sondern auch davor, wertgeschätzt wird. Okay, der Herr hier vorne. Entschuldigung, Anastasia möchte auch gerne noch die Frage beantworten. Ja, tut mir leid, noch ein kurzer Punkt. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Ukraine sich ja im Überlebensmodus befindet. Und viele Akteure der Zivilgesellschaft konzentrieren sich auf den Krieg und die Dokumentation von Kriegsverbrechen und kümmern sich um Binnenvertriebene oder Vertriebene, tun alles dafür, dass unser Sieg bald kommt. Aber die Situation ist eben auch, dass wir eine sehr diverse, gut etablierte Zivilgesellschaft haben, die mit sehr verschiedenen Themen und unterschiedlichen Gruppen arbeiten, mit Menschen mit Behinderungen, mit anderen Gruppen, benachteiligten Gruppen. Und das
All die Probleme der Ukraine, die es vor dem Krieg gab, die bestehen natürlich immer noch. Und Menschen, die damals schon benachteiligt waren, sind jetzt noch stärker betroffen, sind noch stärker benachteiligt. Und das ist ein großes Problem. Und Akteure der Zivilgesellschaft, die sich auf bestimmte Themen konzentriert haben, zum Beispiel Gruppen, die irgendwie verletzt, besonders verletzlich sind. Das ist natürlich ganz wichtig, ganz, ganz schwer, nicht etwas zu tun, was sich direkt auf diese Gruppen weiterhin bezieht. Danke, ich bin Wilfried Jilge, Zentrum für internationale Friedenseinsätze und Experte zu Osteuropa und Ukraine. Meine Frage bezieht sich auf das, was Alexander sagte zum Problem des Genozids und wie man das untersuchen kann. Wir haben ja 40.000 Fälle von Kriegsverbrechen und wir werden noch mehr finden. Am Anfang haben wir von der Datenbank gehört und von anderen Dingen. Aber ich glaube, wenn wir definieren wollen, auch für die internationale Gemeinschaft, dass wir diesen Fakt des Völkermords haben, dann brauchen wir eine sehr umfangreiche Untersuchung und müssen auch die Absichten der Täter verstehen. Und vielleicht brauchen wir sogar Dokumente und Dokumentationen der Täter, denn Genozid ist ein sehr umfangreiches Verbrechen. Wir brauchen viele Analysen, nicht nur individuelle Fälle. Und meine Frage ist die folgende. Können Sie vielleicht ein bisschen über die Herausforderungen sprechen und wie Sie damit umgehen? Und zweitens, in dieser Phase der Untersuchung, was erwarten Sie eigentlich von Ihren Partnern in Europa? Danke. Danke, eine sehr tiefgehende Frage, die natürlich nicht nur eine Minute für die Beantwortung erfordert. Ich glaube, morgen haben wir ein Panel zu diesem Thema und ich würde jetzt gern auf morgen verweisen und lade Sie ein, die Antwort auch morgen zu bekommen. Denn das ist wirklich eine sehr lange Frage und es erfordert eine lange Diskussion. Wie soll man das tun? Ja, es gibt Anzeichen für Völkermord in diesen Kriegsverbrechen, aber natürlich braucht man hier auch besondere Beweise in den nationalen und internationalen Justizstrukturen. Daran arbeiten wir. Wir haben auch bereits Material gesammelt. Es wird auch bald Berichte geben, aber darüber werden wir wirklich morgen sprechen. Denn die Herausforderungen sind groß und umfangreich, da werden wir auch morgen mit drüber sprechen. Vielleicht möchte Yuri Belousov etwas dazu hinzufügen, wenn er noch da ist. Ja, ich bin noch da. Danke, André. Ich habe auch gerade meine Hand gehoben. Ich möchte hier sagen, dass wir eine gesonderte Untersuchung zum Thema Völkermord durchführen und von politischer Seite sehen wir, dass wir das sehr stark sehen und das, was Russland tut, auch immer näher an diese Definition von Völkermord herankommt. Völkermord hat immer mehrere Elemente und wir sehen mindestens drei dieser Elemente und wir sind auch sicher, dass wir das beweisen können vor nationalen und internationalen Gerichten. Zunächst einmal ist das die Deportation von ukrainischen Kindern von einem Land in das andere. Das ist ein ganz offensichtlicher Fakt. Wir haben mehr als 11.000 Kinder, die auf russisches Territorium gebracht worden sind. Zweitens, ich kann das jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber ich versuche das zu erklären. Zweitens ist das die Schaffung von Bedingungen für Völkermord und das sehen wir zum Beispiel, wenn Russland unsere Energieinfrastruktur zerstört. 67% der Zerstörung der Energieinfrastruktur ist im Oktober erfolgt und zwar bevor der Winter anfängt. Und wir können uns alle vorstellen, was in der Ukraine passiert, wenn die Energie nicht im vollen Umfang fließt. Krankenhäuser, soziale Institutionen, brauchen alle Strom, brauchen alle Energie und die Russen haben diese Infrastruktur zerstört und versuchen so ihre Forderungen durchzusetzen. Und das dritte Element
ist, dass ganze Bevölkerungsgruppen angegriffen werden, nicht nur Teile der Bevölkerung. Und wir sehen immer wieder, dass große Teile der ukrainischen Bevölkerung angegriffen werden. Ukrainer, die in ihrem Land geblieben sind, weil sie ihr Land lieben. Und diese Menschen werden angegriffen und es versucht, diese Menschen zu zerstören, zu töten, durch Angriffe, durch Filtrationszentren, durch Angriffe auf zivilgesellschaftliche Aktivisten, die früher im Militär waren, Menschen, die ukrainische Symbole verwenden und andere. Diese Menschen werden herausgegriffen, werden in Gefängnisse gebracht, sie werden manchmal auch einfach umgebracht und alles das zeigt uns, dass es doch sehr starke Argumente dafür gibt, dass das, was Russland in der Ukraine tut, als Völkermord qualifiziert werden kann. Auch vor Gericht. Und wir sind sicher, dass wir das auch beweisen können. Danke. Die nächste Frage. Anthony Foreman, Peaceful Change Initiative. Ich habe eine Frage zur Zusammenarbeit zwischen Experten im Bereich der Menschenrechte und Nicht-Experten aus der Zivilgesellschaft. Ich glaube, es gibt auch hier einen Informationskrieg. Und wir wissen ja eigentlich alle, was passiert und auch wie schwerwiegend das ist. Aber es gibt immer noch Menschen, die davon überzeugt werden müssen. Gibt es denn irgendwelche Richtlinien, die Sie uns nennen können, zum Beispiel Professor Benedek, aber auch die anderen, wie man auf ethisch vertretbare Weise diese Dinge benennen kann? Wie kann man über Verbrechen sprechen, bevor sie bewiesen wurden? Völkermord ist ja auch ein legaler Fachbegriff. Gibt es da irgendwelche Hinweise? Dankeschön, eine sehr konkrete Frage. Professor Benedek? Ja, danke. In unserem Bericht haben wir gesagt, dass wir ein Muster gefunden haben, systematischer Verletzung von internationalem Völkerrecht und von Menschenrechten, von humanitärem Völkerrecht und Menschenrechten. Und da muss man nicht alle individuellen Fälle betrachten, das sind viel zu viele. Aber es gab ausreichend viele Fälle, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Und wenn wir jetzt sehen, wie systematisch das in der Ukraine passiert, am Anfang sagten die Russen, wir greifen keine Zivilisten an. Wir halten uns an das humanitäre Völkerrecht. Und wir haben festgestellt, dass das nicht wahr ist. Inzwischen wird das gar nicht mehr bestritten. Das ist schon so offensichtlich. Und so wurden unsere früheren Ergebnisse auch bestätigt. In Bezug auf den Völkermord, das ist eine Frage, die am Ende von einem internationalen Gericht untersucht werden muss. Und das ist extrem schwer. Es gibt sehr viel genozidale Sprache, um es so zu sagen, von Seiten der russischen, von Seiten Russlands. Aber am Ende wird das nicht reichen. Was ich sehe, sind zumindest einige Handlungen, die den Charakter von Völkermord tragen. Das ist klar, ganz klare Sprache. Und am Ende werden wir sehen, was die Untersuchungen zeigen. Aber im Grunde ist das schon genug. Wenn ich massive und systematische Menschenrechtsverletzungen sehe, dann erkenne ich, dass das Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Und zwar auch wirklich sehr schwerwiegende Verbrechen. Da haben wir bereits genug Material gesammelt, um die Gerichte über viele Jahre zu beschäftigen. Und was wir heute tun müssen, ist, wir müssen der Ukraine helfen, mit diesen ganzen Fällen erst einmal umzugehen und sie vor Gericht zu bringen. Danke. Wir haben noch 11 Minuten Zeit. Also bitte kurze Fragen. Nikolai Klimenyuk, Berlin-Journalist. Anastasia, Sie erwähnten, dass die russischen Täter jetzt in dritte Länder fliehen, zum Beispiel auch nach Deutschland. Und meine Frage ist, ist das nur eine Annahme oder kennen Sie konkrete Fälle? Und wenn das so ist, was tut man,
um diese Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Danke. Ja, danke für die Frage. Das ist nicht nur eine Annahme, keine Spekulation. Wir erhalten diese Informationen über Kanäle, die ich hier leider nicht benennen kann, da sonst bestimmt diese Menschen gewarnt würden. Aber wir wissen, dass es einzelne Personen und ganze Verbände gibt, die fliehen. Und die deutschen Behörden sind darüber ebenfalls informiert. Was getan wird, ich nannte das ja im Kontext der sogenannten universellen Justiz oder des Weltrechtsprinzips. Und ich glaube, dass die europäischen Länder hier proaktiv sein müssen und Fälle aufmachen müssen. Solche Fälle gab es zum Beispiel auch in Syrien. Dort gab es eine spezielle Einheit zur Untersuchung von Kriegsverbrechen und das war ebenfalls eine proaktive Einheit. Und ich glaube, es gibt auch eine solche Einheit in Bezug auf Verbrechen auf der Krim und eine solche Einheit wird auch heute arbeiten. Als Menschenrechtsorganisation sind wir in engem Kontakt zu der deutschen Staatsanwaltschaft und sammeln so viele Informationen wie möglich in Bezug auf potenzielle Opfer, Verbrechen. Und natürlich haben wir auch eine Datenbank über die russischen Einheiten die und andere Stakeholder, die hier involviert sind. Also das ist das, was wir tun. Wir versuchen, die Fälle zu identifizieren, die die nationalen Behörden nutzen könnten, aber auch der Internationale Strafgerichtshof und die ukrainischen Gerichte nutzen könnten. Danke. Einige Fragen wurden bereits gefragt, aber es gibt natürlich noch mehr Menschen, die gern sprechen wollen. Bitte. Guten Tag, Svetlana Balkor. Ich arbeite genauso wie Anastasia für die IPHR und ich habe eine Frage an Herrn Sekulic. Im März kamen viele traumatisierte Menschenrechtler nach Wien und haben erzählt, was alles in der Ukraine passiert ist. Die Beobachtermission der OSZE war die größte Beobachtermission in der Geschichte der OSZE, aber sie ist im Februar einfach weggelaufen. Ihre Mission sollte doch aber eigentlich bis Ende März andauern. Ich glaube, dass die meisten der ukrainischen ZuhörerInnen hier MenschenrechtlerInnen sind und dass sie sagen würden, dass der beste Ort, ein Monitoring zu Kriegsverbrechen durchzuführen, in der Ukraine ist und nicht außerhalb. Wir glauben, dass die Zivilgesellschaft in der Ukraine wirklich tough ist und wir glauben, dass wir diejenigen sein werden, die die Russen vor Gericht bringen werden und die diese Straffreiheit in Georgien, Syrien, Transnistrien und Mali bekämpfen werden. Wir werden das tun, denn wir sind wirklich stark, aber wir brauchen auch Hilfe und die Regierungen, die deutsche, die amerikanische, die britische, die polnische, Litauen, Lettland, Estland, sie haben uns über all die Monate unterstützt, aber wir sehen trotzdem eine institutionelle Krise. Und ich möchte deswegen gern fragen, ob es Diskussionen in der OSZE gibt oder auch innerhalb des ODIHR gibt zu der Frage, ob Reformen in der OSZE geplant sind. Denn ich habe das Gefühl, dass Sie Ihre Mission nicht wirklich ausüben. Danke, ich glaube, Ihre Frage ist klar geworden. Danke für den Kommentar und die Frage. Ich glaube, die Frage nach dem Mandat ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das tut mir leid. Es gibt andere KollegInnen hier im Raum von ODIHR, die auch in Kontakt mit der Zivilgesellschaft stehen und wir können das vielleicht auch am Rand dieses Events noch diskutieren. Aber noch ein anderer Disclaimer ist, alle wir sind wir ja Teil der OSZE-Familie, aber ODIHR ist ein separates Büro und wir haben
nichts zu tun mit den Menschen, die das Land verlassen haben, und auch nichts zu tun mit den Menschen, mit den Experten, die im Rahmen des Moskauer Mechanismus arbeiten. Was ich arbeiten kann, ist, viele MitarbeiterInnen der OSZE haben die Ukraine verlassen. Viele waren darüber nicht glücklich. Und die Beobachtermission, in der ODIHR auch teilnimmt, ist immer noch sehr motiviert. Ich glaube, viele Menschen, die dort in der SMM gearbeitet haben, haben auch viele Jahre dort gearbeitet und waren immer sehr motiviert gewesen. Aber sie mussten das Land dennoch verlassen. Und es gibt aber einen Prozess. Viele Institutionen kehren in die Ukraine zurück, zum Beispiel Mitarbeiter des OSZE-Sekretariats. Und die anderen arbeiten ja weiter zu diesem Thema. Sie arbeiten zu diesem Thema, egal ob sie in Kiew oder in Wien sind. Das ist aber alles, was ich im Moment dazu sagen kann. Wir können uns aber gerne noch in der Pause dazu weiter unterhalten. Danke, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wohin Herr Pawlitschenko gegangen ist. Es gab einen Luftangriff in der Ukraine, der ist aber jetzt beendet. Und Herr Pawlitschenko wird kurz für das ukrainische Fernsehen sprechen. Ich hoffe, dass er gleich wiederkommen wird. Aber eigentlich hoffe ich ja für meine ukrainischen Kollegen, dass er lange da bleiben wird. Deswegen werden wir jetzt diese Session beenden ohne Herrn Pawlitschenko. Aber wir hoffen natürlich, dass er später wieder zu uns zurückkommen wird. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten für die letzte Frage. Ich glaube, ich stelle die Fragen beide. Die erste Frage kam mir am Ende der Eröffnungssession in den Kopf, aber zu spät, um sie dort zu fragen. Es war eine Frage von Andrei Trubchatsch, als Mitglied einer Friedensinitiative. Und hier ging es um die Idee, dass zivilgesellschaftliche AktivistInnen nach Waffen fragen. Gibt es da nicht einen Widerspruch? Und wie reagiert man in Deutschland auf diesen Widerspruch? Jeder, der diese Frage beantworten möchte, darf das tun. Und die zweite Frage des Moderators ist, was wären denn Ihre imaginierten Abschlussworte für die gesamte Konferenz? Also wenn diese Konferenz jetzt so ablaufen würde, wie Sie sich das selbst vorstellen, wie würden Sie sie dann abschließen? Wir fangen mal an mit Professor Benedek. Ja, vielen Dank. Ich habe volles Verständnis dafür, dass sogar die Zivilgesellschaft, die traditionell ein wenig zögerlich ist in Bezug auf Waffen, in diesem Fall um Waffen bittet, um diesen Krieg zu beenden. Man darf nicht vergessen zu erwähnen, dass die Ukraine seit 1994 die dritte Atommacht in der Welt geworden ist, drittgrößte, und hat zu dem Zeitpunkt Garantien erhalten, die letztendlich niemals umgesetzt wurden. Die Ukraine hat damals Atomwaffen abgegeben und jetzt ist das kollektive Sicherheitssystem der UN blockiert, weil der Sicherheitsrat blockiert ist, und deswegen brauchen wir eine Alternative für dieses System auf einer individuellen Grundlage, und genau das passiert momentan. Und ich sehe auch keine Alternative. Ich sehe eigentlich nichts anderes, das wirken kann. Und das wird aber nicht einfach, denn es gibt ja bereits Debatten in Europa. Wir können die Ukraine doch nicht in irgendwelche Verhandlungen zwingen. Und wäre es denn nicht besser, wenn weniger Menschen sterben? Aber dann müssen wir ja bestimmte Territorien abgeben und so weiter. Also mein Argument ist, das muss die Ukraine entscheiden.
Aber ja, dieses Thema wird doch immer stärker in Europa diskutiert in diesen Tagen. Das ist also keine, es gibt keine automatische Antwort auf diese Fragen. Und dann noch in Bezug auf unser Thema hier, in Bezug auf das Thema der Konferenz. Ich finde, es ist ein bisschen früh, jetzt schon zu sagen, was das Ergebnis sein wird. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall ein besseres Verständnis erwarten zwischen den Vertretern der Zivilgesellschaft und politischen Akteuren für die jeweiligen Rollen, die sie einnehmen. Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn die Zivilgesellschaft versuchen würde, ein politischer Akteur zu werden oder die Politiker zu ersetzen oder umgekehrt. Ich glaube, es sollte klar definierte Rollen geben, denn sonst kann man einander ja auch nicht kritisieren. Insbesondere die politischen Akteure. Die Unabhängigkeit ist ganz, ganz wesentlich dafür. Aber was sehr wohl erreicht werden kann, ist ein besseres Verständnis und Zusammenarbeit. Dankeschön. Ist Juri noch da? Juri Belousov, wunderbar. Ein Schlussstatement von Ihnen, Juri. Ja, ich wollte verschiedene Dinge ansprechen. Ich werde mich kurz fassen. Zunächst einmal möchte ich oder würde ich mir wünschen, dass die internationale Gemeinschaft versteht, dass wir nicht annehmen, dass jemand in die Ukraine kommt und unseren Job für uns macht. Wenn es darum geht, Täter vor Gericht zu bringen, das ist ein Job für uns in der Ukraine. Internationale Institutionen werden hier komplementär agieren. Aber wie schaffen wir das? Da brauchen wir Hilfe. Und welche Art der Hilfe brauchen wir ganz konkret? Wir brauchen Ihre Expertise in der Ukraine und dafür müssten Sie in der Ukraine bleiben. Nämlich indem Sie unsere lokalen Experten ausbilden, ihnen beibringen, wie sie bestmöglich arbeiten sollen, unsere Behörden. Manche Experten denken, die kommen ins Land, die machen dann was und gehen zurück in ihr eigenes Land. Aber das bedeutet ja, dass genau diese Expertise dann eben nicht im Land bleibt. Wir haben so viele Kriegsverbrechen, dass einzelne Experten das nicht untersuchen können. Nur unsere Experten im eigenen Land können das. Und deswegen ist meine Bitte, helfen Sie der Ukraine, stärker zu werden und diesen Job gut zu machen, dass wir selbst Kriegsverbrecher vor Gericht bringen können. Und das würden wir sehr, sehr schätzen, welche Hilfe auch immer uns zur Verfügung gestellt wird. Das schätzen wir wirklich sehr. Dankeschön, Alexander Sekulic. Ja, vielleicht eine kurze Antwort auf die erste Frage, die sich auf die Zivilgesellschaft bezog, also zivilgesellschaftliche Akteure, die um Waffen bitten. Ich habe mit Verteidigern von Menschenrechten gesprochen, die sich einsetzen für den Schutz von Menschenrechten und dafür friedliche Mittel einsetzen. Aber darin kommt wenig zum Thema Selbstverteidigung zur Sprache. Und das habe ich auch in der Ukraine erlebt. Meine Freunde, meine Familie und ich glaube, es ist eigentlich nicht mehr eine Frage der Wahl. Ja. Möchte ich pazifistisch sein im Angesicht von Aggression? Das ist natürlich immer schön, aber vielleicht nicht unbedingt für alle das richtige Mittel. Dann wollte ich noch kurz sagen oder antworten auf das, was Juri Belousov gesagt hat. Absolut. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Experten im Land ausgebildet werden, Polizeibehörden oder Strafverfolger, damit die ihren Job in der Zukunft auch gut machen können. Und im Kontext der Zivilgesellschaft haben wir hier auch einige Initiativen lanciert im Sinne von eben Kapazitätserweiterung. Und in den nächsten Wochen werden wir eine Serie von Videos veröffentlichen. Das sind Tools, die sich mit Techniken beschäftigen, wie man Interviews führen kann, um eben auch Zeugen zu gewinnen oder eben auch Informationen bereitzustellen, die dann vor Gericht genutzt werden können. Dankeschön. Ja, ich möchte auch gerne die erste Frage beantworten, einfach weil ich sie so wichtig finde und so zutreffend finde. Wenn die Menschen, deren Job im Leben es ist, die Menschenrechte zu schützen und den Respekt für Menschenleben, wenn diese Menschen um
Waffen bitten, also um Werkzeuge bitten, die Menschenleben beenden können, dann zeigt uns das doch, wie ernst die Situation ist. Es zeigt aber auch, dass unsere Regierung alleine nicht gehört wird. Wir brauchen diese Waffen jetzt und wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wenn wir jetzt diese Unterstützung nicht bekommen, und ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, dann werden wir vielleicht solche Konferenzen in einer friedlichen Europäischen Union nicht mehr abhalten können, denn Russland wird nie aufhören und es wird keinen Frieden in Europa geben. Und für meine Kollegen, viele meiner Kollegen tatsächlich haben ihren Job aufgegeben und sind zur Armee gegangen. Das wollte ich auch gerne noch anmerken, dass Menschen tatsächlich jetzt priorisieren, was wichtig ist, und ganz wichtig ist momentan, dass Russland davon abgehalten werden muss, noch mehr Kriegsverbrechen zu begehen. Ja, jetzt hat Alexander Paluskov die Aufgabe, diese Diskussion zusammenzufassen. Alexander Pavlichenko, der gerade zurückgekommen ist. Aber vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was haben Sie dem Fernsehsender denn gesagt? Ja, ich wurde von einem Journalisten in Lviv gefragt oder darum gebeten, einige Worte zu unserem Treffen hier heute zu sagen, und habe die Gelegenheit genutzt, diese Informationen in der ganzen Ukraine zu verbreiten. Und habe auch gesagt, was sich die Ukraine von diesem Treffen erhofft. Das Studio ist evakuiert worden, befindet sich im Keller. Da haben wir einige Minuten verloren. Ich habe im Korridor gewartet, sozusagen für die Live-Schaltung, aber das ist die Realität derzeit in der Ukraine. Bei Luftangriffen muss man eben schnell mal in den Keller. Wir hoffen, dass alle Ukrainer sicher sind, in einer sicheren Lage sind und dass diese Luftangriffe ihr Ziel nicht erreicht haben. Ja, es tut mir leid, dass ich kurz weg musste, aber wir werden diese Diskussion morgen sicherlich weiterführen und auch nochmal detailliertere Antworten geben. Ich denke, dass das wesentliche Ergebnis der Diskussion heute hier auf dem Panel darin besteht, dass wir unsere gemeinsame Vision auf die gegenwärtigen Ereignisse sehen können und dass wir uns einig werden können, was in der Zukunft passieren muss, um die Ukraine wieder aufzubauen. Heute schon müssen wir an morgen denken, denn dafür kämpfen wir. Wir kämpfen ja nicht für die Vergangenheit, wie Russland es tut. Russland versucht ja, diese Vorstellung einer Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Wir kämpfen für heutige Werte, für die Welt von morgen, und Ukraine wird ein Teil dieser Welt von morgen sein. Danke. Erinnern wir uns daran, zu Beginn unserer Arbeit heute gab es eine Diskussion über einfache Menschen. Jetzt haben wir das Wort eine gemeinsame Vision gehört. Beides gehört eng zusammen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass ein Sieg der Ukraine Frieden bedeutet. Jedes andere Ergebnis aber bedeutet tieferen und breiteren Krieg. Also, wir müssen zusammenstehen, wir müssen die Gemeinsamkeiten betonen, wir müssen einander Fragen stellen. Und wir sollten Antworten geben, auch wenn sie uns paradox erscheinen oder wenn sie paradoxe Themen betreffen, wie zum Beispiel Menschenrechtsaktivisten, die nach Waffen rufen.
Denn das ist deren Realität. Es ist keine Vorstellung, es ist die Realität. Und unsere Verantwortung besteht darin, diese Realität in die Zukunft zu projizieren. Dankeschön in die Runde. Vielen Dank den Meistern der simultanen Verdolmetschung, die es uns ermöglicht haben, einander zu verstehen. Danke dem technischen Team und Alonso da hinten insbesondere,